واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، geehrte Geschwister, heute ist der erste Unterricht vom Monat Ramadan. Wie bereits angekündigt, machen wir heute inshallah ein Tafsir, eine Erläuterung des Korans. Und was wir ausgewählt haben, dass wir dann unser Programm weitergemacht haben, was wir bereits außerhalb Ramadan angefangen haben, und zwar die Erklärung von Juz Amma. Wir haben jetzt Surat al-Nas bis Surat al-Qari'ah alles erklärt, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und wir befinden uns jetzt bei der Surat al-Adiyat. Surat al-Adiyat. Und unsere Gewohnheit ist immer so, dass wir natürlich erstmal die Surah vorlesen. Und dann gehen wir auf die Bedeutung dieser Verse dann ein, was sie bedeuten und was wir für Lehren aus dieser Sura ziehen. Warum? Und zwar will ich noch eine Sache anmerken, die sehr wichtig ist. Monat Ramadan ist der Monat des Korans, wie jeder weiß. Ja, Monat des Korans, wie jeder weiß. Allah Azza wa Jalla sagt, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Der Monat Ramadan ist es, ja, worin der Koran herabgesandt wurde. Das heißt, dieser Monat ist der Monat des Korans, in dem der Koran herabgesandt wurde. Bedeutet schließlich, dass wir uns mit dem beschäftigen, was am wichtigsten in diesem Monat ist. Was die Unterscheidung und das Unterscheidungsmerkmal ist von diesem Monat zu den anderen Monaten ist. Und zwar ist das was? Die Herabsendung des Korans. Und deswegen beschäftigen wir uns mit allen Themen, die den Koran anbetreffen. Sei es, wie wir rezitieren. Also das heißt, verschiedene Themen hängen mit dem Koran zusammen. Nicht nur, dass man den Tafsir, sondern auch, also lernt, die Erläuterung, was bedeuten die Worte Allahs, sondern auch, wie wir Koran lesen. Das gehört auch dazu. Und das ist natürlich immer wieder, subhanallah, erstaunlicherweise zu sehen, wie jedes Jahr versuchen Leute, vor allem im Ramadan, die nicht lesen können, versuchen sie dann, erst recht im Ramadan, den Koran lesen zu lernen. Weil sie wissen, was für ein Lohn dahinter steht, dass man den Koran liest. Dazu noch werden wir inshallah im zweiten Unterricht, den wir heute machen, das heißt, die werden jetzt nicht so lang sein, das heißt zusammen, denke ich, jeder Unterricht ungefähr eine halbe Stunde, je nachdem. Und da werden wir Hadithe hören, die dazu motivieren, bezüglich dem Koran. Wie zum Beispiel, dass der Koran ein Fürsprecher am Tage der Auferstehung kommen wird. Für diejenigen, die sich mit diesem Koran beschäftigt haben. Überleg mal. Das heißt, der Koran wird viel Sprache für dich einlegen, dafür, dass du ein Anhänger des Korans gewesen bist. Und so weiter und so fort. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt von diesen vielen Überlieferungen, der Koran ist entweder ein Beweis für dich oder ein Beweis gegen dich. Ja? Das ist eine Angelegenheit, die natürlich jetzt nicht zu unterschätzen werden darf. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. طيب، diese edlen Verse von dieser Sura Al-Adiyat, sie ist mechanisch, ist eine mechanische Sura. Und ihre Verse sind 11. Mechanische Sura, das erwähnen wir auch immer wieder, bedeutet was? So ein
Mekka offenbart. Okay, du? Vor Hijra. Vor der Hijra. Ja, das heißt, das ist eine Ansicht, das stimmt, weil von den Grundlagen des Usuls, also den Grundlagen des Tafsirs, sie beschäftigen, das ist eine weitere Wissenschaft bezüglich Koran, sie beschäftigt sich damit, wann ist diese Sura herabgesandt? Was war der Herabsendungsgrund dieser Sura? Ist diese Sura mekkanisch oder ist diese Sura medinensisch? Was bedeutet diese Sura? Also mit welchen Beweisen gehen sie voran, um diesen Vers zu erklären? Also was sind die Werkzeuge, die sie benutzen, um diese Verse zu erklären? Das alles, ja, und noch weitere Themen natürlich, sind Themen, die zu den Grundlagen des Korans gehören. Dann gibt es eine weitere Wissenschaft, das ist, was wir heute machen. Alaikum salam wa rahmatullah. Das ist die Erläuterung des Korans. Die Erläuterung des Korans. Das heißt, die Koranerklärer, die Gelehrten, sie greifen zu diesen Grundlagen zurück. Sie greifen zu diesen Grundlagen zurück, um unter bestimmten Rahmenbedingungen und Regeln und Werkzeugen, ja, den Koran zu erklären. Warum? Weil es am Fiqh genauso. Das heißt, gottesdienstliche Handlungen. Nicht jeder Beweis ist so zu verstehen, wie ein Mensch eventuell verstehen kann, sondern wenn du etwas erklärst oder als Beweis in der Religion nutzt, dann unter bestimmten Rahmenbedingungen und unter bestimmten Regeln. Weil das heißt, was ist die Folgerung, Schlussfolgerung daraus? Dass nicht jede Meinung, die dann gesagt wird, dann auch akzeptabel in der Religion ist. Das ist ja eigentlich eindeutig. Weil wenn wir sagen, wir akzeptieren jede Aussage in der Religion, dann haben wir ein Problem. Die Grundlagen des Korans, dazu gehört, dass die Gelehrten, die sich mit dieser Wissenschaft beschäftigen, dass sie anfangen zu sagen, okay, der Koran unterteilt sich in mekkanische Sura und medinensische Suren. Das ist eventuell bei vielen sehr oft bekannt. Die ist in Mekka herabgesandt, die ist in Medina herabgesandt. Das hat man sehr oft gehört, eventuell unter den Geschwistern. Was ist der Maßstab dafür, dass wir sagen, das ist mekkanisch? Oder was ist der Maßstab dafür, dass wir sagen, das ist medinensisch? Da haben wir einmal gesagt, alles, was vor der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam herabkam, das ist was? Mekkanisch. Und alles, was nach der Auswanderung des Propheten herabkam, ist was? Medinensisch. Weil wenn eine Sura in Mekka herabkam nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als was bezeichnen wir sie? Medinensisch. Beweis, der Vers am Tag von Arafah, der herabkam. Heute habe ich euch eure Religion, fragen danach inshallah, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Dieser Vers in Surat al-Ma'idah, der ist am Tag von Arafah herabgekommen. Wo ist Arafah? Sag mir jetzt nicht Mekka, Medina. Wo ist Arafah? Medina? Wo ist Arafah? Bei Mekka, sehr gut, bei Mekka. Trotzdem medinensisch, obwohl sie in Mekka herabgekommen ist. Aber sie ist was? Nach der Auswanderung erst herabgekommen. Tayyib. Und Arafah ist ja bekannt, ist eine Säule von den Säulen von was? Der Hajj. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Hajju Arafah. Hajj ist Arafah. Das heißt, am 9. Tag von Dhul-Hijja muss man am Tag von Arafah stehen. Beim Berg von Arafah. Wenn man da nicht steht, dann ist die Hajj ungültig geworden. Ja, das muss man aufpassen. Ja. Und das lernt man natürlich dann auch in dem Fiqh bezüglich Pilgerfahrt. Taib. Sie ist mekkanisch, das heißt, sie ist vor der Auswanderung abgekommen. Was sind die Merkmale einer mekkanischen Sura? Die Merkmale einer mekkanischen Sura, das heißt, alle Suren, die in Mekka herabgekommen sind, die haben bestimmte Merkmale im Unterschied zu den Suren, die nach Medina herabgekommen sind. Dazu gehört was? Die Sura oder der Inhalt spricht sehr oft über Aqidah-Themen, über den Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, den Glauben am Tage der Auferstehung, Tag der Abrechnung. Das ist der Inhalt. Zweite Sache, die Ansprache in den mekkanischen Sur im Unterschied zu den medinensischen, die ist sehr hart. Ja, die ist sehr hart mit Argumentation und Beweisen. Warum? Weil in den medinensischen Sur, da ist die Ansprache leicht und mit Barmherzigkeit, weil diejenigen, die in Medina waren, wer wurde angesprochen? Gläubige, die bereits sich sofort unterworfen haben, wenn sie den Befehl Allahs gehört haben. Deswegen war die Ansprache in den medinensischen Sur
mit Barmherzigkeit, mit Leichtigkeit. In den mekkanischen, wer war angesprochen? Die Mushrikin, die Götzendiener, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam angefeindet haben. Deswegen seht ihr was? Sehr oft die Ansprache in den mekkanischen Sur mit Härte, mit Argumentation, ja, mit logischen Schlussfolgerungen und so weiter und so fort. Und diese Surah, Surah Al-Adiyat, ist eine mekkanische Surah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei den schnaubend Rennenden, sinngemäß übersetzt, bei den schnaubend Rennenden. Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier über die Pferde. Dass Allah azza wa jal schwört, Allah subhanahu wa ta'ala, weil die Pferde, wenn sie dann galoppieren, was? Sie rennen nicht nur und beim Rennen schnauben sie dann auch. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei den schnaubend Rennenden, damit sind die Pferde gemeint. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala bei etwas schwört, dann darf er schwören bei was er will. Das ist die Grundlage. Wir dürfen aber schwören bei was nur? Nur bei Allah oder bei seinen Namen und Eigenschaften. Das ist die Grundlage. Derjenige, der bei etwas anderem schwört, außer Allah, hat was begangen? Schirk begangen. Großer Schirk oder kleiner Schirk? Das heißt, wenn jemand sagt, ich schwöre bei meiner Mutter, ist er jetzt Kafir geworden? Nein. Nein, es ist ein kleiner Schirk. Er hat eine Sünde gemacht. Ich glaube. Er hat eine Sünde gemacht. Ibn Mas'ud, radiyallahu an, er sagt, hört zu dieser Aussage, das ist eine sehr wichtige Aussage, die vielleicht eventuell nicht viele gehört haben. Er sagt, لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا. Er sagte, dass ich bei Allah schwöre und lüge, ist mir lieber, als wenn ich bei etwas anderem schwöre und dabei die Wahrheit sage. Um den Stellenwert der Sünde bei etwas anderem zu schwören, außer bei Allah, darzustellen. Das heißt, nochmal, dass er bei Allah schwört und lügt, ist mir lieber, als dass ich bei etwas anderem schwöre und die Wahrheit sage. Ja? Tayyib. Bei den schnaubend Rennenden, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei diesen, bis zu dem Vers, bis zu seiner Aussage, أَفَلَا يَعْلَمُ أَفَلَا يَعْلَمُ, weiß er denn nicht. Das heißt, Vers 5. Also der Autor, der Erklärer, der fasst das jetzt sozusagen zusammen. Was es bedeutet, wir lesen einmal vor, von Vers 1 bis 5. Bei den schnaubend Rennenden, die mit ihren Hufen Funken schlagenden, den am Morgen Angreifenden, die darin Staub aufwirbeln, die dann mitten in die Ansammlung eindringen, genau, die dann in den mitten in die Ansammlung eindringen, bis dahin. Das umfasst einen, diese Sachen umfassen einen göttlichen Schwur. Allah Ta'ala schwört auf bestimmte Sachen. Und die viele Menschen auch natürlich auch nicht wissen, was ist das? Dass dieser gewaltige Schwur etwas beinhaltet. Warum schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei diesen Dingen? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er bei etwas schwört, danach kommt etwas, was sehr wichtig ist. Was sehr, sehr wichtig ist, worauf Allah azza wa jalla hinweisen möchte. Und zwar die Undankbarkeit des Menschen gegenüber seinem Herrn. Die Undankbarkeit des Menschen gegenüber seinem Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala, und seinen Gnaden ihm gegenüber. Tayyib. Der Mensch, was sind seine Eigenschaften? Er zählt die Schicksalsschläge und vergisst aber die Gaben und Vorzüge, die Allah Ta'ala ihm gegeben hat. Wenn es darum geht, dass er die Schicksalsschläge zählt, wie oft er geprüft wurde, weil er nur sich auf das Schlechte konzentriert, dann vergisst er schnell was? Die Gnaden und die Geschenke Allahs Azza wa Jalla. Und das ist leider der Mensch. Ich gebe euch mal ein Beispiel, damit ihr versteht, wie der Mensch ist, wie der Shaitan ihn sehr schnell austricksen kann. Gehen wir mal in das Thema der Vorherbestimmung. Tayyib. Die meisten Menschen, was sagen sie? Sie sagen, warum bestraft mich Allah für meine Sünden, wenn er sie sowieso schon vorher bestimmt hat? Richtig? Das hört ihr immer. Tayyib. Hört ihr die Menschen sagen, warum belohnt mich Allah für die guten Taten, obwohl alles schon vorher bestimmt ist? Und dann merkt ihr, wie der Shaitan mit den Gedanken des Menschen spielt. Bei guten Taten, da sind alle, mashallah, in der ersten Reihe. Ja? Aber wenn es darum geht, um die schlechten Taten, die Schicksalsschläge aufzuzählen,
das Schlechte zu sehen, dann ist der Mensch leider dazu, dass er sich immer gerne auf das Schlechte konzentriert. Das macht er nicht nur mit Allah Azza wa Jal, das macht er auch, der Mensch auch gerne mit seinen Mitmenschen. Und ein Beispiel, was ich mir immer gerne eingeprägt habe, war immer, was mir jemand geprägt hat, wenn du ein weißes Blatt hältst und auf diesem weißen Blatt malst du einen schwarzen Punkt. Und ich frage dich, Shamil, was siehst du auf diesem Blatt? Einen schwarzen Punkt. Du konzentrierst dich nur auf diesen schwarzen Punkt, aber du vergisst das ganze Weiße drumherum. Ja? Und das ist leider die At-Taba'a, also das, die Natur, das Naturell des Menschen. Ja? Taib. Und das ist eine Verdeutlichung dessen, worauf er geschworen hat, und das sind die Schnaubendrennenden, nämlich das Pferd, was mit ihren Hufen Funken schlägt, wenn sie über das Stein nachts läuft. Wenn sie über das Stein nachts läuft, dann entstehen was, mit, wenn die Hufen auf diese Steine treffen? Funken. Das beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt. Und den am Morgen Angreifenden bedeutet was? Die Gruppen der Pferde von ihren Reitern, wenn sie bestiegen werden, um den Feind am Morgen anzugreifen. Das ist damit gemeint. Und seine Aussage, die darin Staub aufwirbeln, die dann mitten in die Ansammlung eindringen, wenn sie morgens angreifen dann, dass die Pferde mit ihren Reitern den Staub während ihres Laufens aufwirbeln und inmitten der Gruppe des Feindes und ihren militärischen Einheiten eindringen, um die Feinde Allahs Azza wa Jal zu besiegen. Ja, zu besiegen. Das ist jetzt hier damit gemeint. Ein Teil der Gelehrten sagen, damit sind die Pferde gemeint, die dann diese Eigenschaften haben. Dadurch beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala einen bestimmten Zustand und darauf hat er geschworen. Manche Rechtsgelehrte sagen, dass damit, dass bei den Schnaubendrennenden die Kamele gemeint sind, nicht die Pferde. Damit sind die Kamele gemeint. Von was? Die Kamele, dass während der Pilgerfahrt von Arafah nach Muzdalifah und nach Mina marschiert. Damit sind die Kamele gemeint. Aber der Autor sagt, rahimahullah ta'ala, er sagt, dass die richtige Ansicht eher, dass Allah ta'ala auf die Pferde eher schwört, dass damit eher die richtige Bedeutung damit gemeint ist. Tayyib. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist die Antwort, auf den Schwur. Wenn du etwas verdeutlichen willst und jemanden überzeugen willst, was machst du vorher? Man schwört. Ich schwöre bei Allah. Ich schwöre bei Allah, dem Herrn der Kaaba. Und ich schwöre bei demjenigen, der mich und dich erschaffen hat. Du zählst Schwüre auf hintereinander und dann kommt was? Eine Antwort, was diese Aussage, die du jetzt machst, durch deinen Schwur unterstreichen möchtest. Jetzt kommt die Antwort. Was ist die Antwort auf dem Schwur? Hört hin, der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort auf diesen Schwur, den Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Gemeint ist der Mensch als Kafir, als Glaubensverweigerer, nicht Muslim, und der Unwissende gegenüber seinem Herrn, der nicht seine Seele mit der Kenntnis über Allah und dem, was er liebt und verabscheut, erzogen hat. Das heißt, der Kafir entweder ist damit gemeint, oder der Unwissende, der seine Seele nicht dazu erzogen hat, mit der Kenntnis über Allah und dem, was er liebt und dem, was er verabscheut. Und derjenige, der nicht seine Seele gereinigt hat, durch die Umsetzung, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und was er verabscheut. Dieser Mensch ist, weswegen er geschworen hat, Allah azza wa jal, dass er undankbar mit seinem Herrn ist und mit seinem Gnaden ihm gegenüber, nämlich der starken Undankbarkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann weiter, nachdem die Antwort auf diesen Schwur kommt, sagt Allah azza wa jal, und er selbst ist darüber wahrlich Zeuge. Frage jetzt hier. Dieser Vers, und er selbst ist darüber wahrlich Zeuge. Wer ist damit gemeint? Nochmal, wir lesen. Der Mensch ist wahrlich undankbar gegenüber seinem Herrn. Und er ist darüber wahrlich Zeuge. Okay, du sagst Mensch. Ich glaube Allah. Du sagst Allah. Das heißt, Allah Ta'ala sieht, was er macht. Ich würde auch sagen Allah. Allah. Du sagst? Der Mensch hat immer Fragen, es geht um die Menschen. Und dann sagt man ja er. Das ist er auf das Menschen bezogen. Okay. Okay, zwei Meinungen haben wir jetzt. Noch eine dritte? Ich habe die Ohren. Hm? Ich habe die Ohren.
Okay, du sagst Allah. Wer ist damit gemeint? Habt ihr noch eine dritte Meinung oder Khalas? Ich lese vor, kein Problem. Tayyib. Der Mensch ist seinem Herrn gegenüber wahrlich undankbar und er ist darüber wahrlich Zeuge. Der Mensch? Keine dritte Ansicht mehr? Es kann auch sein, dass irgendwie ein bisschen doppeldeutig ist, dass quasi Allah sowohl auf den Menschen als auch der Mensch selbst über sich selbst. Genau. Richtig. Beides ist richtig. Beide Ansichten fließen in den Vers rein und das gehört zu den Usul, zu den Grundlagen, wie man mit Erläuterung umgeht. Erläuterung des Korans. So. Und zwar ist folgendermaßen, wenn ein Wort im Koran, zum Beispiel der Wortlaut ist unterschiedlich erklärt worden, aber die Bedeutung ist dieselbe, dann gehen alle Bedeutungen mit rein. Manchmal auch kann sein, dass ein Sahabi und ein anderer Sahabi, also ein Gefährte des Propheten, der ihn begleitet hat in seinem Leben, zwei unterschiedliche, verschiedene Meinungen haben, aber sie widersprechen sich nicht. Es kann aber auch sein, dass sie sich widersprechen. Wenn sie sich aber nicht widersprechen, dann ist die Grundlage bei den Rechtsgelehrten, dass man beide Bedeutungen mit reinnehmen kann. Das ist ein Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel, damit man das versteht, für Sachen, die sich widersprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er berichtet über die Wartezeit der Frau. ثَلَاثَةَ قُرُوء berichtet er. Er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, drei Wartezeiten, Warteperioden hat die Frau. So, was ist jetzt hier mit dieser Wartezeit gemeint? Al-Quru, was ist damit gemeint? Ist damit die Menstruation gemeint? Oder ist damit gemeint der Zustand ihrer Reinheit? Ab wann zählt man die Wartezeit? So, und jetzt haben wir, und die Sahaba, und das ist eine sehr alte Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, ist damit die Wartezeit oder ist damit was gemeint? Der Zustand der Reinheit bei ihr. Und die widersprechen sich, diese Aussagen. Also entweder das oder das. Geht nicht, du kannst sie nicht zusammenbringen. Das ist ein Beispiel. Und hier müssen wir dann auf weitere Beweise zugreifen, auf externe Faktoren, die dann erklären, welche von den beiden Ansichten stärker überwiegt. Okay? Aber das ist jetzt nicht Thema, Gegenstand von heute. Das ist nur als Beispiel, damit ihr versteht, was ich damit meine. Nämlich, gehen wir nochmal zurück, und er selbst darüber ist Zeuge. Nämlich, und dass Allah über diese Eigenschaften im Menschen Zeuge ist. Allah Ta'ala sieht, was dieser Mensch macht, wie undankbar er ist. Gehen wir weiter. So berichtet er über das, was er über den Menschen weiß. Und er selbst ist Zeuge darüber. Genauso wie der Mensch ein Zeuge über seine Handlungen, sein Tun und Aussagen und Taten ist, genauso ist er ein Zeuge über sich selbst mit der Undankbarkeit und der Verleugnung der Gnaden Allahs ihm gegenüber. Subhanallah. Ja? Das heißt, der Mensch, und da soll man sich nicht in die Tasche lügen, ja, oder sich selbst belügen, jeder kennt seinen Zustand am besten. Du bist Zeuge über deine eigenen Taten. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt ihn weiterhin. Und er ist in seiner Liebe zum eigenen Besten wahrlich heftig. Allah ta'ala jetzt beschreibt ihn jetzt weiterhin. Was heißt das? Und das gehört zu dem, weswegen Allah ta'ala auch geschworen hat. Und das ist die Eigenschaft des undankbaren Menschen. Und zwar, dass er was liebt? Para? Aranib? Fluss? Ja, was gibt's noch? Money? Cash? Ja? Dass er... Stacks. Ja. Bitcoins? Ja? Sagen wir Bitcoins oder andere Sachen. Auf jeden Fall, dieser Mensch, der Allah Ta'ala beschreibt ihn in seiner heftigen Liebe zum Besitz, ja, alles anzuhäufen. Und wir haben über diese Eigenschaft in Surah, welche Surah darüber gesprochen? Surah? At-Takathur. Ja, die Vermehrung. Das heißt, wo Allah Ta'ala sagt, euch hat die Vermehrung, das Ansammeln, Anhäufen von Geld, euch abgelenkt. Bis wann? Bis ihr die Gräber besucht. Das heißt, bis ihr im Grab landet. Das heißt, bis euch der Tod ereilt. Und der Besitz wird auch hier als das Gute bezeichnet. Allah Ta'ala beschreibt hier in dieser Sura, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ Er beschreibt
den Besitz als Khair, als das Gute, weil es unter den Menschen natürlich was bekannt ist, dass eigentlich der Besitz und das Geld gut ist, wenn man das für was? Für das Gute ausgibt. Genauso wie es das Gute ist, so dass damit das viele Gute erreicht wird, wenn es in der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal ausgegeben wird. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns, dass wir den Besitz, den er uns gibt, in seiner Gehorsamkeit und seinem Wohlgefallen ausgeben. Weil wir danach gefragt werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt danach weiter, weiß er denn nicht? Weiß er denn nicht? Jetzt kommt eine Frage. Weiß er denn nicht? Und diese Hamza, Hamzatul Istifham, ist eine Hamza. Also im Arabischen ist das so, wenn eine Hamza steht vor einem Anfang eines Satzes, dann ist das eine Art Frage erstmal. Aber es gibt ja verschiedene Arten von Fragen. Ja? Es gibt ja verschiedene Arten. Welche Art von Frage haben wir hier? Weiß er denn nicht? Das heißt, Allah Ta'ala spricht jetzt über wen? Über den Menschen. Weiß er denn nicht, nachdem Allah Ta'ala ihn beschrieben hat, was für Eigenschaften er hat? Und diese Art von Frage verstehen wir als Missbilligungsfrage. Missbilligungsfrage, ja? Zu verstehen, das heißt, als eine Art Kritik für die Eigenschaften, die Allah Ta'ala davor zuvor genannt hat. Taib, gehen wir weiter. Allah Ta'ala weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist, das heißt deine tiefen Geheimnisse, was du versteckt hast vor den Menschen. Aber Allah Ta'ala weiß Bescheid. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Allah Ta'ala sagt weiter, ihr Herr wird an jedem Tag ihrer wahrlich kundig sein. Nämlich ist der Mensch gegenüber seinen Herren undankbar und verleugnet er seine Gaben ihm gegenüber und der guten Behandlung ihm gegenüber. Wallahi, Allah Ta'ala ist barmherziger zu dir, als deine Mutter zu dir barmherzig ist. Und er liebt den Besitz dennoch mit der stärksten Liebe und verwehrt das Recht Allahs Azza wa Jal darin und erwirbt, was Allah Ta'ala, also das heißt den Verdienst im Haram. Allah Ta'ala sagt, weiß er denn nicht, wenn durchwühlt wird, das heißt von unten nach oben, alles rausgeholt wird, durchwühlt von oben, dann nach oben, was in den Gräbern von den Toten sich befinden. Dann, nämlich die Gräber durchwühlt werden und darin herausgeholt wird von den Menschen, zu was? Warum werden die Menschen jetzt rausgebracht in diesem Zeitpunkt? Zu was? Zur Rechenschaft. Zur Rechenschaft, zur Abrechnung und zur Belohnung Allahs Azza wa Jalla, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie stehen vor Allah und er wird offenlegen, was sie versteckt haben in ihren Brüsten von Aqida, von falschen Aqida oder von richtiger Aqida, je nachdem. Also Glaubensüberzeugungen im Herzen, guten und schlechten Absichten und vor Allah können sie aber nichts verbergen. Hier, Allah Ta'ala beendet dann, ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich kundig sein. So wie er. Guck mal, subhanallah, wie der Sheikh das erklärt. Er sagt, ihr Herr, der Herr, Allah subhanahu wa ta'ala, wird an jenem Tag, das heißt wann? Tag der Auferstehung, wahrlich kundig sein. Und jetzt sagt er, so wie er heute kundig ist, außer dass es die Stunde der Abrechnung und Belohnung sein wird, so wird er auch an diesem Tag auch kundig sein. Genauso wie er jetzt auch kundig darüber ist, was du tust, wird Allah Ta'ala auch am Tag der Auferstehung genauso wissen, was du getan hast. Und zwar, darin wird das Wissen Allahs erwähnt und dass er über das Äußere und das Innere Bescheid weiß. Es bleibt nichts vor Allah Ta'ala verborgen und die gerechte Belohnung wird zustande kommen, entsprechend dieses Wissens, was Allah Ta'ala hat. Und wenn die Glaubensverweigerer von den Menschen, die den Besitz lieben, es wüssten und überzeugt davon wären, dann würden sie von dieser Art des Verhaltens was abweichen und zu Allah Ta'ala zurückkehren. Wenn sie das wüssten. Und deswegen sind diese Verse ein Aufruf dazu, ein Ruf, ein Aufruf dazu, dass Allah einen sieht nach dem Iman und das Festhalten auf seiner Gehorsamkeit. Was sind die Nutzen dieser Verse und wir fassen das nochmal alles kurz zusammen? In, sag mal, Bullet Points? So, ja? In Stichpunkte? Ja? Von den Nutzen der Verse, erstens das Begehren oder andersrum die Darlegung einer Wirklichkeit. Welche Wirklichkeit? Also das heißt, Allah Ta'ala legt eine Realität jetzt hier da, erläutert eine Realität, ein Fakt. Was ist das? Dass der Mensch undankbar gegenüber seinen Herren ist
und seinen Gnaden ihm gegenüber. Er erwähnt den Schicksalsschlag, wenn sie ihn trifft, und vergisst die Gaben, die Geschenke, die ihn überdeckt, außer wenn er glaubt und rechtschaffen handelt. Dann die Darlegung, dass der Mensch den Besitz stark liebt, außer wenn er durch den Iman und die rechtschaffenen Taten erzogen wird. Jeder von uns hat vielleicht eine kleine Neigung zum Besitz und zum Geld. Der eine weniger, der andere stärker. Aber solange du erzogen wurdest durch den Iman, mit Iman und rechtschaffenen Taten, und du das im Guten ausgibst, dann hast du die Grenzen Allahs Azza wa Jalla bewahrt. Dann die Bestätigung der Glaubenslehre, der Rückkehr und der Belohnung. Das heißt, Yawm al-Ba'th wa Yawm al-Jaza ist hier in dieser Surah bewiesen. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir oder al-Shaytan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.